Heute besuche ich das Pantanal, Brasiliens Reich des Wassers, in dem sich die größten Nagetiere der Welt tummeln, die Wasserschweine. Das Pantanal ist ein 140.000 Quadratkilometer großes Sumpfgebiet, das in der Regenzeit zu zwei Dritteln überschwemmt ist. Für die Menschen hier eine echte Herausforderung. Das Pantanal grenzt an Bolivien und Paraguay. Seine biologische Vielfalt ist der Fülle an Fischen zu verdanken, von denen sich der Jaguar ernährt, der Kaiman, der Storch, der Reiher und der Mensch. Eliani, eine waschechte Pantaneira, angelt sogar den sagenumwobensten, den Piranha. Alles klar? Alles klar. Sehr erfreut. Fertig zum Piranhas angeln? Auf geht's. Angelst du gerne? Ja, sehr. Millionen von Zugvögeln machen im Pantanal einen Zwischenstopp. Die Gewässer allerdings werden von einem gnadenlosen Raubtier unsicher gemacht. In einem Schwarm ist der Piranha in der Lage, einen Fisch, der 100-mal so groß ist wie er, in Stücke zu reißen. Dies ist Futter für so manche kulinarische Sage. Zum Beispiel, wer einen Piranha isst, wird genauso stark wie er. Bell, da vorne gibt es Piranhas. Super! Normalerweise verstecken sie sich zwischen den Hyazinthen. Das ist ein idealer Piranha-Ort. Ich habe Fleisch mitgebracht. Zum Angeln? Ja, der Piranha lässt sich leicht fangen. Wirklich? Mit Fleisch klappt es am besten. Aber wir versuchen es erstmal mit einer Bambusrute. Eliani, seit wann angelst du? Schon immer. Ich bin hier aufgewachsen und habe schon immer gern geangelt. Ich liebe Angeln. Jetzt nehmen wir eine Schnur. Und wie funktioniert das? Du kannst sie um irgendwas binden. Schau mal, Pantaneiros sind Improvisationstalente. Ich habe die Schnur um diese Flasche gebunden. Jetzt mache ich noch ein Angelblei dran und einen Haken. Magst du eigentlich Piranha-Suppe? Ich angle sie lieber, aber die Suppe ist lecker. Wusstest du, dass sie aphrodisierend ist? Wirklich? Man isst sie, um Energie zu bekommen. Genau, um fit zu sein. Schau, du nimmst die Schnur so, schwingst sie im Kreis, ziehst und wirfst. Zuerst du. Wirf darüber. Warte, ich habe Angst, dass ich hängen bleibe. Warte. Fast. Ich schaff's nicht. Schon besser. Ja, super. Beleza. Vai lá, agora vai. Jawohl. Und jetzt warten wir. Ja, wir müssen warten. Gut so, Bell. Du schaffst es. Bravo. Ist es ein großer? Es gibt größere. Aber für die Suppe ist er okay. Unglaublich, die scharfen Zähne. Ich muss den Haken verbiegen, um ihn rauszukriegen. Er macht Geräusche. Es klingt wie Schnarchen. Ist ja irre. Schau dir diese Zähne an. Wie ein kleiner Hai. Sollen wir noch einen fangen? Klar. Das ist ein großer Piranha Bell. Die Suppe ist sicher. Der ist groß. Viel größer als der andere. Und schön. Schlag ein, Fischerin. Vielen Dank. Das Mittagessen ist gerettet. Aber wir essen zusammen. Na klar. Eliani, es ist unglaublich, wie viele Tiere es hier gibt. Die Natur ist wunderbar. Deshalb müssen wir sie schützen. Auf der Farm lerne ich endlich das Geheimnis der berühmten Piranha-Suppe kennen. Hallo, das ist Belle. Hallo, wie geht's? Ich bin Juliana. Hier sind die Piranhas, die wir heute geangelt haben. Die beiden hat Belle gefangen. Mit deiner Hilfe. Das Viagra des Pantanal. Ich überlasse dich ihr. Danke. Als Köchin kennt sie das Geheimnis einer guten Piranha-Suppe. Ich komme dann zum Essen wieder. Danke, Eliani. Viel Glück. Tschüss.
Zuerst machen wir sie sauber. Der Piranha muss innen gründlich gesäubert werden. Ein bisschen Salz, Zitrone nach Gusto und das war's. Und jetzt kommt der schönste Teil, das Kochen. Wir geben Zwiebeln hinein. Alle? Nein. Gut so? Ja, jetzt kommt der Piranha dazu. Schon? Er ist durch die Zitrone bereits ein bisschen vorgegart. Und jetzt die anderen Zutaten. Sag mal, draußen ist es ja brutal heiß. Wie schaffst du es, in dieser Hölle zu kochen? Und dann noch die Hitze vom Herd. Mein Geheimrezept, Piranha-Suppe. Ich bin daran gewöhnt. Das sieht köstlich aus, Juliana. Stimmt. Jetzt warten wir 10, 20 Minuten. Es muss richtig schön köcheln. Wie schön. Schau, der Piranha ist zerfallen. Da brauchen wir keinen Mixer mehr. Können wir essen? Ja. Dann los. Darf ich hier hin? Klar. Ich habe es schon von Weitem gerochen. Das sieht verlockend aus. Oh ja, das ist unser Viagra. Die verleiht mir Schwung. Und wie? Nur ein bisschen. Wunderbar. Sehr lecker. Gehen wir noch mal angeln? Machen wir. Wir fangen noch ein paar. Die unermessliche Weite der überfluteten Ebene erfüllt mich mit Demut. In dieser Region gibt man sich mit den kleinen Freuden des Lebens zufrieden. Aras, Tukane und Warane erinnern mich daran, dass das Pantanal eine ungeheure biologische Vielfalt beherbergt. Auf einem Felsen ein Stück weiter sehe ich einen lebenden Teppich aus Schmetterlingen. Sie gehören zur Familie der Weißlinge und trinken das Wasser, das sich in den Vertiefungen der Felsen gesammelt hat. Ich bin auf dem Anwesen von Modestu Sampaio. Durch Erosion ist hier im Kalkgestein eine Art Loch entstanden, eine sogenannte Doline, die sich die Papageien zum Refugium erkoren haben. Man findet hier rund 14 verschiedene Papageienarten. Hier ist der erste Beobachtungsposten. Wir haben zwei davon. Wie schön. Manchmal fliegt ein Vogel bis in die Schlucht hinunter, im Steilflug. Er versucht wieder nach oben zu kommen, schafft es aber nicht und wird schließlich von den Kaimanen gefressen. Normalerweise nutzen die Vögel die Aufwinde, aber es gelingt ihnen eben nicht immer. Eine Forschung hat ergeben, dass dieser Schlund zu den größten der Welt gehört. Und der einzige ist, in dem sich ein eigenes Ökosystem entwickelt hat. Hier gibt es Frösche, Kaimane, Schlangen. 40 Vogelarten nisten Schätzungen zufolge hier. Entdeckt wurde diese Doline 1912. Warum haben Sie dieses Gelände gekauft? Ich lebte im Pantanal und wollte aufs Land ziehen, zugleich aber in der Nähe meiner Söhne bleiben. Ich wollte Viehzucht betreiben. Als ich dieses Land kaufte, wusste ich nicht, dass es dieses Karstgebilde birgt. Erst der Landvermesser sagte mir nach getaner Arbeit, dass das hier mir gehört. Also meinte ich zu meiner Frau, wir sind Eigentümer eines riesigen Lochs. Ich sagte mir, dass Gott dieses Loch geschaffen hat und dass alles, was Gott tut, zu etwas gut ist. Es war ein verlassener Ort und wir kamen auf die Idee, ihn abzusperren und ein Naturschutzgebiet daraus zu machen. So können wir zeigen, was wir tun und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Wir erhalten dieses Stück Land für die nächsten Generationen. Das sind alles Dinge, die unsere Arbeit sehr befriedigend machen. Unweit von Campo Grande, der Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul, müssen die Viehzüchter ihre Herden während der Überschwemmungen in der Regenzeit ständig von Weide zu Weide treiben lassen.
Die Cowboys, die diese Aufgabe übernehmen, werden Comitiva genannt. Es heißt, wenn eine Herde einen Wasserlauf durchquert, in dem es von Piranhas wimmelt, wird ihnen ein altes Tier geopfert. Zur Ablenkung, damit die restliche Herde unbehelligt passieren kann. Die Herde wird mit dem Berranti, dem typischen Horn, dirigiert. Bei Bedarf dient es auch als Alarmsignal. Bel Coelho? Ich bin Elinho. Sehr erfreut. Du willst also eine Comitiva kennenlernen? Ja, ich würde gerne wissen, was sie essen. Dann komm doch mit. Perfekt, abgemacht. Auf geht's. Auf geht's. Elinho, was ist eigentlich eine Comitiva? Die Comitiva besteht aus Reitern, die den Herdentransport übernehmen, wenn der LKW nicht weiterkommt. Im Pantanal wird alles mit Comitivas transportiert. Es riecht gut. Was hast du gekocht? Das ist eine Gororoba, ein einfaches Gericht, typisch fürs Pantanal, aus Nudeln und getrocknetem Fleisch. Lecker. Nudeln nach Art des Pantanal. Und hier machen wir noch ein Carretairu-Reis, ein traditionelles Comitiva-Essen. Machst du oft bei Comitivas mit? Seit 12 Jahren bin ich dabei. Es ist eine harte Arbeit, nicht? Ja, leicht ist es nicht. Vor allem, wenn es regnet und man das Essen mit feuchtem Holz kochen muss. Es ist schwierig. Und in der Trockenzeit müssen wir Wasser mitnehmen. Noch mehr Gewicht. Ja, noch mehr Kisten zu schleppen. Und was ist denn in diesen Kisten? Alles, was wir brauchen. Alle Vorräte. Töpfe, Lebensmittel, Teller, alles ist in den Kisten. Bell, hilfst du mir, unsere Gororoba zu kochen? Na dann los. Du hast deinen Doktortitel in Kochkunst in Sao Paulo. Also bitte. Und hilfst jetzt in der Pantanal-Küche. Hast du den Knoblauch? Ja, genau. So, das Fett ist jetzt auch heiß genug. Interessant, du brätst die Nudeln an, bevor du sie kochst? Ja. Nudeln mit Trockenfleisch und Carretairu-Reis sind typische Gerichte bei den Comitivas. Kann ich das Rezept mitnehmen? Klar, und wenn du willst, auch die Töpfe. Geht schnell, oder? Eine Viertelstunde und es ist fertig. Lass uns noch einen Tereré trinken. Gern. Zur Entspannung. Ich habe noch nie welchen getrunken. Ein Tereré in der typischen Guampa. In unserer Pause trinken wir Tereré, einen Tee aus einheimischen Kräutern, aus der sogenannten Guampa. Sehr gut. Im Pantanal wird sehr gerne Mate-Tee getrunken. Kalt, wie in Paraguay. Kultur und Alltagssitten kennen hier keine Grenzen. So, lasst uns Gororoba essen. Sie ist fertig. Die Konsistenz der Nudeln ist interessant. Sie kleben nicht, obwohl sie so zubereitet wurden. Klasse. So, Jungs, nach dem guten Essen, Zeit weiterzuziehen. Das ist wirklich schön. Wenn die Männer satt und ausgeruht sind und alle Utensilien verstaut, zieht die Comitiva weiter. Doch ich verabschiede mich.
In dieser Region sind die Traditionen wie Wasser. Sie fließen ineinander und vermischen sich. In Campo Grande, der Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul, verbinden sich die Sitten und Bräuche der Panteneros, der Grenzbewohner von Paraguay und Bolivien, und der Indios, die seit jeher in diesem Landstrich leben. So findet man an den Ständen im Stadtzentrum neben einheimischen Produkten auch Obst und Gemüse aus Bolivien. Genau wie hier, auf dem Antonio Valenti Markt. Ich treffe hier eine Köchin, die sich auf die Grenzküche des Pantanal spezialisiert hat. Bist du Bell? Ja. Hallo, freut mich. Mich auch. Danke, dass ich kommen durfte. Du bist herzlich willkommen. Vielen Dank. Bell, ich möchte dir die Küche der Grenzen zeigen. Super, dafür gibt es nichts Besseres als einen Markt. Dann wollen wir mal. Schau, das sind die Paprikas. Hallo, Marcelo. Alles klar? Schau nur. Was für eine Auswahl. Ein schöner Stand, nicht? Toll. Das ist mein Lieblingspaprikastand. Das ist unglaublich. Ja, die Paprika wurde in ganz Südamerika, aber hauptsächlich in Ländern wie Bolivien und Peru von den Indios verwendet. Dann kam sie langsam hierher nach Brasilien. Heute haben wir hier Paprikas, die aus verschiedenen Regionen stammen. Interessant, diese Grenzgeschichte, diese gegenseitige Bereicherung. Unser Bundesstaat ist ein Grenzstaat, aber ohne Flüsse oder Seen, die uns von Paraguay oder Bolivien trennen würden, was den Austausch erleichtert. Im Lauf der Zeit ist daraus eine eigene Identität entstanden. Eine bereichernde. Die die Kulturen bereichert und bunter macht. Das ist interessant. Danke, Marcelo. Vielen Dank. Sehr gern. Gehen wir zu den Fruchtchilis? Ja. Schau dir das an, das sieht komisch aus, aber auch schön. Großartig, aber da ist doch auch noch was anderes drin. Ja, Erdnüsse. Manchmal gibt es auch welche mit Cashewkernen. Es gibt auch welche mit Rosinen. Sie werden immer raffinierter. Das ist praktisch ein ganzes Dessert. Können wir probieren? Natürlich. Danke. Bitte sehr. Magst du etwas davon? Danke, Bell. Lecker, nicht? Eine richtige Leckerei. Ja. Wie ein Fruchtbonbon. Erstaunlich. Alles klar? Eine Chipa für Bell. Die muss sie probieren. Was ist denn eine Chipa? Eine Chipa ist wie ein typisch brasilianisches Käsehörnchen, nur knuspriger. Und sie kommt aus Paraguay. Dazu hätte ich gern einen Kaffee. Zwei? Zwei bitte. Zwei Kaffee. Ich bin bei einem befreundeten Koch, der ein Festessen mit Pantanal-Spezialitäten macht. Jetzt lerne ich die typischen Gerichte der Region kennen. Paulinho! Bell! Alles klar? Alles klar. Na? Wie schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein paar Gewürze gepflückt. Wie geht's dir? Super. Und dir? Super. Willkommen auf der Fazenda Agua Branca. Danke für die Einladung. Heute wird es regnen, aber ich mache ein Festessen. Das habe ich gehört. Klasse. Ich habe hier lauter leckere Sachen für das Pantanal-Menü. Auf geht's. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Ich bin schon ganz gespannt. Heute ist es nicht besonders heiß, im Gegensatz zu sonst. Die Kräuter stelle ich hier hin. So viele Zutaten.
Das hier wird ein bolivianischer Reis. Der ist köstlich. Mit vielen bolivianischen Zutaten. Mais, Eier. Das sieht gut aus und so bunt. Ja, ich habe ein bisschen Maracaju-Wurst hineingetan. Die kommt aus der Region. Jetzt vermenge ich die Zutaten ein bisschen. Und gibst dann den Reis dazu? Ja, zum Schluss. Und das? Das ist Hühnerbrühe. Ich mache ein Indio-Rezept namens Bori-Bori oder Wori-Wori. Lecker. Das Huhn kommt vom Bauern. Man gibt Tomatenmark und Wasser dazu, das ist alles. In dieser Brühe koche ich dann Maismehlbällchen. Wir verwenden hier Mais aus Paraguay, den sogenannten Savoro. Daraus macht man diesen Teig. Ich hätte gern, dass du die Bällchen machst, die dann hier drin gekocht werden. Diese Wurst ist wirklich eine tolle Sache. Sie heißt Maracaju, weil sie aus der Gegend der Maracaju stammt, einer schönen Bergkette mitten im Pantanal. Die Wurst wird aus den besonders guten Teilen des Rinds gemacht. Da sind also Hüfte drin, Lende, Oberschale. Oh, wie lecker! Und fett! In diesem Topf, er ist schon heiß, brate ich die Innereien an. Wenn sie ein bisschen Farbe angenommen haben, kommen die Zwiebeln rein. Die karamellisieren dann zusammen mit der Leber. Danach kommen die Gewürze und Kräuter dazu. Das Sarabulho ist ein Festessen. Wenn ein Tier geschlachtet wird, werden die Nachbarn zum Feiern und Essen eingeladen. Wie beim Eintopf aus Schweineinnereien. Es erinnert an die Gerichte aus Portugal, die mit Innereien gemacht werden. Ja. Was die Portugiesen ja auch so lieben. Jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Soll ich es dir reichen? Und die Maracaju-Wurst. Das kommt in diese Pfanne. Sieht gut aus. Schau dir das an. Das ist ein Traum. Jetzt gebe ich den Wein dazu, ein Gurkengewürz und die Kartoffeln. Wenn die Kartoffeln gar sind, ist das Essen fertig. Die Gäste müssten bald da sein. Stimmt, aber du bist ja extra früher gekommen, um zu helfen. Genau. Das war klasse. So war es auch gedacht. Ah ja? In Wahrheit habe ich mir gedacht, ich komme früher, damit ich Paulos Rezepte stehlen kann. So, der Reis ist fertig. Das Sarabulho köchelt noch ein bisschen. Und das? Noch 10 Minuten. Wir können auch ein Tereré trinken und auf die Gäste warten. Gehen wir. Die Harfe kam ursprünglich mit den spanischen Konquistadoren hierher. Im Lauf der Jahrhunderte wurde sie zur Andenharfe und begleitet noch heute jedes Fest. Hallo, wie geht's? Hallo. Wir stellen die Sachen hierher. Du schaust so. Ich bin begeistert. Es ist ein Festessen. Wir sind Gourmets. Das sehe ich. Da stehen die süßen Sachen. Das ist ein Kürbiskompott. Da der Furundu, eine typische Süßspeise aus eingekochtem Zuckerrohrsaft und geriebener Papaya. Köstlich. Das haben wir gemacht. Schau dir das Sarabulho an. Eine Pracht. Wunderbar. Das ist Carateiro-Reis. Der gleiche Eintopf mit Bohnen wie bei den Comitivas. Das Bori-Bori? Hier Comitiva-Nudeln, da einen Gemüsekuchen. Das ist einer mit Hähnchen und da haben wir eine Farofa aus geröstetem Maniokmehl mit Bananen. So, Leute, ran ans Buffet. Ich danke euch allen, dass ihr da seid. Genießt die Musik und lasst uns feiern. Guten Appetit. Danke. Bell, bedien dich. Thank you.
Wasser, das steigt, Wasser, das sinkt. Landschaften, die sich ständig verwandeln. Ein Himmel, der mit dem Sumpf verschmilzt. Alles ist hier miteinander verflochten. Auch die Traditionen der Menschen über die fließenden Grenzen hinweg. Bolivianer, Paraguayer oder Brasilianer. Alle sind sie Pantaneiros. Darf ich hier hin? Klar. Ich habe es schon von Weitem gerochen. Das sieht verlockend aus. Oh ja, das ist unser Viagra. Die verleiht mir Schwung. Und wie? Nur ein bisschen. Wunderbar. Sehr lecker. Gehen wir noch mal angeln? Machen wir. Wir fangen noch ein paar. Die unermessliche Weite der überfluteten Ebene erfüllt mich mit Demut. In dieser Region gibt man sich mit den kleinen Freuden des Lebens zufrieden. Aras, Tukane und Warane erinnern mich daran, dass das Pantanal eine ungeheure biologische Vielfalt beherbergt. Auf einem Felsen ein Stück weiter sehe ich einen lebenden Teppich aus Schmetterlingen. Sie gehören zur Familie der Weißlinge und trinken das Wasser, das sich in den Vertiefungen der Felsen gesammelt hat. Ich bin auf dem Anwesen von Modestu Sampaio. Durch Erosion ist hier im Kalkgestein eine Art Loch entstanden, eine sogenannte Doline, die sich die Papageien zum Refugium erkoren haben. Man findet hier rund 14 verschiedene Papageienarten. Hier ist der erste Beobachtungsposten. Wir haben zwei davon. Wie schön. Manchmal fliegt ein Vogel bis in die Schlucht hinunter, im Steilflug. Er versucht wieder nach oben zu kommen, schafft es aber nicht und wird schließlich von den Kaimanen gefressen. Normalerweise nutzen die Vögel die Aufwinde, aber es gelingt ihnen eben nicht immer. Eine Forschung hat ergeben, dass dieser Schlund zu den größten der Welt gehört. Und der einzige ist, in dem sich ein eigenes Ökosystem entwickelt hat. Hier gibt es Frösche, Kaimane, Schlangen. 40 Vogelarten nisten Schätzungen zufolge hier. Entdeckt wurde diese Doline 1912. Warum haben Sie dieses Gelände gekauft? Ich lebte im Pantanal und wollte aufs Land ziehen, zugleich aber in der Nähe meiner Söhne bleiben. Ich wollte Viehzucht betreiben. Als ich dieses Land kaufte, wusste ich nicht, dass es dieses Karstgebilde birgt. Erst der Landvermesser sagte mir nach getaner Arbeit, dass das hier mir gehört. Also meinte ich zu meiner Frau, wir sind Eigentümer eines riesigen Lochs. Ich sagte mir, dass Gott dieses Loch geschaffen hat und dass alles, was Gott tut, zu etwas gut ist. Es war ein verlassener Ort und wir kamen auf die Idee, ihn abzusperren. Und ein Naturschutz. Das Geheimnis der berühmten Piranha-Suppe kennen. Hallo, das ist Belle. Hallo, wie geht's? Ich bin Juliana. Hier sind die Piranhas, die wir heute geangelt haben. Die beiden hat Belle gefangen. Mit deiner Hilfe. Das Viagra des Pantanal. Ich überlasse dich ihr. Danke. Als Köchin kennt sie das Geheimnis einer guten Piranha-Suppe. Ich komme dann zum Essen wieder. Danke, Iliani. Viel Glück. Tschüss. Ciao. Zuerst machen wir sie sauber. Der Piranha muss innen gründlich gesäubert werden. Ein bisschen Salz, Zitrone nach Gusto und das war's. Und jetzt kommt der schönste Teil, das Kochen. Wir geben Zwiebeln hinein. Alle? Nein. Gut so? Ja, jetzt kommt der Piranha dazu. Schon? Er ist durch die Zitrone bereits ein bisschen vorgegart.
Und jetzt die anderen Zutaten. Sag mal, draußen ist es ja brutal heiß. Wie schaffst du es, in dieser Hölle zu kochen? Und dann noch die Hitze vom Herd. Mein Geheimrezept, Piranha-Suppe. Ich bin daran gewöhnt. Das sieht köstlich aus, Juliana. Stimmt. Jetzt warten wir 10, 20 Minuten. Es muss richtig schön köcheln. Wie schön. Schau, der Piranha ist zerfallen. Da brauchen wir keinen Mixer mehr. Können wir essen? Ja. Dann los. Darf ich hier hin? Klar. Ich habe es schon von Weitem gerochen. Das sieht verlockend aus. Oh ja, das ist unser Viagra. Die verleiht mir Schwung. Und wie? Nur ein bisschen. Wunderbar. Sehr lecker. Gehen wir noch mal angeln? Machen wir. Wir fangen noch ein paar. Die unermessliche Weite der überfluteten Ebene erfüllt mich mit Demut. In dieser Region gibt man sich mit den kleinen Freuden des Lebens zufrieden. Aras, Tukane und Warane erinnern mich daran, dass das Pantanal eine ungeheure biologische Vielfalt beherbergt. Lecker, nicht? Eine richtige Leckerei, ja. Wie ein Fruchtbonbon. Erstaunlich. Alles klar? Eine Shipa für Bell. Die muss sie probieren. Was ist denn eine Shipa? Eine Shipa ist wie ein typisch brasilianisches Käsehörnchen, nur knuspriger. Und sie kommt aus Paraguay. Dazu hätte ich gern einen Kaffee. Zwei? Zwei bitte. Zwei Kaffee. Ich bin bei einem befreundeten Koch, der ein Festessen mit Pantanal-Spezialitäten macht. Jetzt lerne ich die typischen Gerichte der Region kennen. Paulinho! Bell! Alles klar? Alles klar. Na? Wie schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein paar Gewürze gepflückt. Wie geht's dir? Super. Und dir? Super. Willkommen auf der Fazenda Agua Branca. Danke für die Einladung. Heute wird es regnen, aber ich mache ein Festessen. Das habe ich gehört. Klasse. Ich habe hier lauter leckere Sachen für das Pantanal-Menü. Auf geht's. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Ich bin schon ganz gespannt. Heute ist es nicht besonders heiß im Gegensatz zu sonst. Die Kräuter stelle ich hier hin. So viele Zutaten. Das hier wird ein bolivianischer Reis. Der ist köstlich. Mit vielen bolivianischen Zutaten. Mais, Eier. Das sieht gut aus. Und so bunt. Ja, ich habe ein bisschen Maracaju-Wurst hineingetan. Die kommt aus der Region. Jetzt vermenge ich die Zutaten ein bisschen. Und gibst dann den Reis dazu? Ja, zum Schluss. Und das? Das ist Hühnerbrühe. Ich mache ein Indio-Rezept namens Bori-Bori oder Wori-Wori. Lecker. Das Huhn kommt vom Bauern. Man gibt Tomatenmark und Wasser dazu, das ist alles. In dieser Brühe koche ich dann Maismehlbällchen. Wir verwenden hier Mais aus Paraguay, den sogenannten Savoro. Daraus macht man diesen Teig. Ich hätte gern, dass du die Bällchen machst, die dann hier drin gekocht werden. Diese Wurst ist wirklich eine tolle Sache. Sie heißt Maracaju, weil sie aus der Gegend der Maracaju stammt, einer schönen Bergkette mitten im Pantanal. Die Wurst wird aus den besonders guten Teilen des Rinds gemacht. Da sind also Hüfte drin, Lende, Oberschale. Oh, wie lecker! Eliani, es ist unglaublich, wie viele Tiere es hier gibt. Die Natur ist wunderbar. Deshalb müssen wir sie schützen.
Auf der Farm lerne ich endlich das Geheimnis der berühmten Piranha-Suppe kennen. Hallo, das ist Belle. Hallo, wie geht's? Ich bin Juliana. Hier sind die Piranhas, die wir heute geangelt haben. Die beiden hat Belle gefangen. Mit deiner Hilfe. Das Viagra des Pantanal. Ich überlasse dich ihr. Danke. Als Köchin kennt sie das Geheimnis einer guten Piranha-Suppe. Ich komme dann zum Essen wieder. Danke, Iliani. Viel Glück. Tschüss. Ciao. Zuerst machen wir sie sauber. Der Piranha muss innen gründlich gesäubert werden. Ein bisschen Salz, Zitrone nach Gusto und das war's. Und jetzt kommt der schönste Teil, das Kochen. Wir geben Zwiebeln hinein. Alle? Nein. Gut so? Ja, jetzt kommt der Piranha dazu. Schon? Er ist durch die Zitrone bereits ein bisschen vorgegart. Und jetzt die anderen Zutaten. Sag mal, draußen ist es ja brutal heiß. Wie schaffst du es, in dieser Hölle zu kochen? Und dann noch die Hitze vom Herd. Mein Geheimrezept, Piranha-Suppe. Ich bin daran gewöhnt. Das sieht köstlich aus, Juliana. Stimmt. Jetzt warten wir 10, 20 Minuten. Es muss richtig schön köcheln. Wie schön. Schau, der Piranha ist zerfallen. Da brauchen wir keinen Mixer mehr. Können wir essen? Ja. Dann los. Darf ich hier hin? Klar. Ich habe es schon von Weitem gerochen. Das sieht verlockend aus. Oh ja, das ist unser Viagra. Die verleiht mir Schwung. Und wie? Nur ein bisschen. Wunderbar. Sehr lecker. Gehen wir noch mal angeln? Machen wir. Wir fangen noch ein paar. Die unermessliche Weite der überfluteten Ebene erfüllt mich mit Demut. In dieser Region gibt man sich mit den kleinen Freuden des Lebens zufrieden. Aras, Tukane und Warane erinnern. Das ist wirklich schön. Wenn die Männer satt und ausgeruht sind und alle Utensilien verstaut, zieht die Komitiva weiter. Doch ich verabschiede mich. In dieser Region sind die Traditionen wie Wasser. Sie fließen ineinander und vermischen sich. In Campo Grande, der Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul, verbinden sich die Sitten und Bräuche der Pantaneiros, der Grenzbewohner von Paraguay und Bolivien, und der Indios, die seit jeher in diesem Landstrich leben. So findet man an den Ständen im Stadtzentrum neben einheimischen Produkten auch Obst und Gemüse aus Bolivien. Genau wie hier, auf dem Antonio Valenti Markt. Ich treffe hier eine Köchin, die sich auf die Grenzküche des Pantanal spezialisiert hat. Bist du Belle? Ja. Hallo, freut mich. Mich auch. Danke, dass ich kommen durfte. Du bist herzlich willkommen. Vielen Dank. Belle, ich möchte dir die Küche der Grenzen zeigen. Super, dafür gibt es nichts Besseres als einen Markt. Dann wollen wir mal. Schau, das sind die Paprikas. Hallo Marcelo. Alles klar? Schau nur,
Was für eine Auswahl. Ein schöner Stand, nicht? Toll. Das ist mein Lieblingspaprikastand. Das ist unglaublich. Ja, die Paprika wurde in ganz Südamerika, aber hauptsächlich in Ländern wie Bolivien und Peru von den Indios verwendet. Dann kam sie langsam hierher nach Brasilien. Heute haben wir hier Paprikas, die aus verschiedenen Regionen stammen. Interessant, diese Grenzgeschichte, diese gegenseitige Bereicherung. Unser Bundesstaat ist ein Grenzstaat, aber ohne Flüsse oder Seen, die uns von Paraguay oder Bolivien trennen würden, was den Austausch erleichtert. Im Lauf der Zeit ist daraus eine eigene Identität entstanden. Eine bereichernde. Die Kulturen bereichert und bunter macht. Das ist interessant. Danke, Marcelo. Vielen Dank. Sehr gern. Gehen wir zu den Fruchtchilis? Ja. Schau dir das an, das sieht cool aus. Auf einem Felsen ein Stück weiter sehe ich einen lebenden Teppich aus Schmetterlingen. Sie gehören zur Familie der Weißlinge und trinken das Wasser, das sich in den Vertiefungen der Felsen gesammelt hat. Ich bin auf dem Anwesen von Modesto Sampaio. Durch Erosion ist hier im Kalkgestein eine Art Loch entstanden, eine sogenannte Doline, die sich die Papageien zum Refugium erkoren haben. Man findet hier rund 14 verschiedene Papageienarten. Hier ist der erste Beobachtungsposten. Wir haben zwei davon. Wie schön. Manchmal fliegt ein Vogel bis in die Schlucht hinunter, im Steilflug. Er versucht wieder nach oben zu kommen, schafft es aber nicht und wird schließlich von den Kaimanen gefressen. Normalerweise nutzen die Vögel die Aufwinde, aber es gelingt ihnen eben nicht immer. Eine Forschung hat ergeben, dass dieser Schlund zu den größten der Welt gehört. Und der einzige ist, in dem sich ein eigenes Ökosystem entwickelt hat. Hier gibt es Frösche, Kaimane, Schlangen. 40 Vogelarten nisten Schätzungen zufolge hier. Entdeckt wurde diese Doline 1912. Warum haben Sie dieses Gelände gekauft? Ich lebte im Pantanal und wollte aufs Land ziehen, zugleich aber in der Nähe meiner Söhne bleiben. Ich wollte Viehzucht betreiben. Als ich dieses Land kaufte, wusste ich nicht, dass es dieses Karstgebilde birgt. Erst der Landvermesser sagte mir nach getaner Arbeit, dass das hier mir gehört. Also meinte ich zu meiner Frau, wir sind Eigentümer eines riesigen Lochs. Ich sagte mir, dass Gott dieses Loch geschaffen hat und dass alles, was Gott tut, zu etwas gut ist. Es war ein verlassener Ort und wir kamen auf die Idee, ihn abzusperren und ein Naturschutzgebiet daraus zu machen. So können wir zeigen, was wir tun und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Wir erhalten dieses Stück Land für die nächsten Generationen. Das sind alles Dinge, die unsere Arbeit sehr befriedigend machen. Unweit von Campo Grande, der Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul, müssen die Viehzüchter ihre Herden während der Überschwemmungen in der Regenzeit ständig von Weide zu Weide treiben lassen. Die Cowboys, die diese Aufgabe übernehmen, werden Comitiva genannt. Es heißt, wenn eine Herde einen Wasserlauf durchquert, in dem es von Piranhas wimmelt, wird ihnen ein altes Tier geopfert, zur Ablenkung, damit die restliche Herde unbehelligt passieren kann.